Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. In der letzten Folge haben wir uns hier durch die Mine geschlagen und haben Lichter ausgemacht und die Lichter ausgeknipst von den Gegnern. Das hat gut gepasst. Und heute werden wir zu Guil vorstoßen und ihr helfen. Anscheinend ist da ordentlich was im Gange. Ich versuche trotzdem zu schleichen. Oh. Dein Zeug nehme ich auch noch. Die Ducken ist da. Mann. Entwickler, mach doch einfach mal so, dass alles gleich ist. Ich nehme mich auch mit. Wer legt denn schon sowas dahin? Eines meiner Munition. Eines Tages baue ich auf Sniper. Eines Tages. Aber nur nicht jetzt. Ah, sie ist da oben drinne. Was? Scheiße, wer zum Teufel bist du denn? Sie hat mich verraten, die Olle. Sie hat mich verraten. Warum ist der noch nicht hier? Ich wollte dir helfen. Ernsthaft? Hey! Bin ich jetzt zu blöd zum Schießen? Nimm das, du Scheitern! Oh Gott, ich sehe nichts. Und hast du gut gekillt? Irgendwas trifft mich noch, aber ich bin jetzt in Deckung. So. Ein Medikit für mich. Und ein paar Kugeln für eure Köpfe. Ernsthaft! Junge. Wieso stehst du auf? Das war gut. Es ist seltsam, wenn ich die Taste hier drücke. Warte. Wieso steht man da auf? Ist alles ruhig? Sind alle tot? Dann komm hier hoch. Wieso steht man auf, wenn man den linken Bumper drückt? Das ist normalerweise einatmen. Es ist seltsam. So, erstmal werden hier ein paar Leichen geplündert, ne? Dann kann ich gerne zu dir kommen. Munition ist echt wichtig. Hä? Fällt mir auch nichts. War wahrscheinlich wertlos. Ich habe ihn einfach geknallt. Neue Waffe. Ah, so sieht das aus, wenn man eine neue Waffe einsammelt. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ah, hi. Du mit Scheitern! Was? Ich habe ihn nicht verstanden. Jetzt sehe ich dich töten! Ja, mach mal. mit einer Schaufel oder was? Wolltest du mich mit einer Schaufel töten? Das ist. Du hast meine Feinde getötet. Daher betrachte ich dich als Freund. Ja. Du bist echt die schlau. Die Tür ist verriegelt. Warte, ich lass den Aufzug runter. Aber keine Aufsätze für die Waffe. Schade. So, Aufzug. Nimm zeig mal den Aufzug. Wo ist er? Ich finde ja nicht mal die Tür. Oh. Wollte sie mich erschlagen mit dem Ding? Soll ich die mal triggern? Ah, nette Aussicht. So können wir uns ein bisschen umsehen. Da ist irgendwie Sumpf. Da steht unser Auto. Wir haben das Licht angelassen. Komm rein. Wer Munai Baila tötet, ist mein Freund. Die Munai Baila, wie wir sie nennen.
haben meine Leute zu Sklaven gemacht. Wollten mich in Fesseln legen. Der Tod ist besser. Ich höre dich laut und deutlich. Dein Mann hat mir geholfen. Ich stehe in eurer Schuld. Aber warum seid ihr hier? 5 Jahre ist niemand gekommen. Nur Munai Baila. Leon, was weißt du über die Antennen bei deinem Leuchtturm? Das war vor dem Krieg eine Kommunikationszentrale. Meine Mutter hat da gearbeitet. Sie war ein Kommunikationsoffizier. Das Gebäude ist seit langem verlassen. Ich habe dort nach dem Krieg Spuren von Mutter gesucht, habe aber nichts gefunden. Verlassen? Wir haben dir geholfen. Kannst du jetzt unserem Mann helfen, da hineinzukommen? Gut. Ich helfe ihm. Artyom, du musst das Archiv finden. Es sollte sich in der Nähe der Kommandozentrale befinden. Such nach Aufnahmen von vor dem Krieg, ab dem Jahr 2013. Damir wird bald da sein. Du kannst auf ihn zählen. Miller, Ende und aus. Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt, bevor noch mehr von ihnen kommen. Benutze die Werkbank, wenn irgendwas repariert werden muss. Gut. Es gibt alle möglichen Gefahren. Ein kluger Mann würde da nicht hingehen. Du scheinst klug zu sein, aber du hast keine Wahl. Darf ich auch mal reden? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Toll, danke Vibesbild. Komm, wir gucken mal nach. Wir haben ja immerhin einen neuen Aufsatz gefunden, ne? Der irgendwie nirgendwo raufpasst. Okay. Reinigen. Ah, bei dem lohnt sich das. Es muss nicht gereinigt werden, ne? Ja, perfekt. So, Ressourcen haben wir wieder en masse. Das ist gut. Dann gönne ich mich. ich gönne mich hier noch ein bisschen was. So. Trolli. Hui. Achso. Bereit? Nein. Oh. Dann beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Ich kann mich nicht bewegen. Wäre lustig gewesen, wenn ich jetzt oben geblieben wäre. Vor dem Krieg war es hier schön. Das Meer. Ich war 5 Jahre alt. Mama war jung, lebte noch. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Nicht von alleine. Die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Die Munai Baila sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. 5 Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Ich kann übrigens nicht aufstehen. Ich hoffe, ich komme gleich wieder hoch. Ich bin ein alter Mann. Ihr Problem beim Aufstehen. Ah. Ich will auch so ein grünes Visier. So. Na, noch brauchen wir es nicht. Später vielleicht. Was? Sag mal, wieso schlägst du ihn denn? Der ist doch schon tot. Keine Ahnung, wo wir hinwollen. Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Ich war schon dort. Aber wegen der Spinnen bin ich nie weit hinein. Toll. Spinnen? Das hört sich ja gut an. Siehst du den Gang? Geh hindurch. Ich folge. Okay, Spinnies, das heißt diese Waffe. Da müssen wir nicht leise sein.
Aber wir müssen uns hier auf jeden Fall gut umschauen. Ach, da ist der Strahl. Okay, da geht's irgendwie lang. Ist auch irgendwas. Der Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Oh, ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Der ist mir durchs Auge gelaufen. Die Tür öffnet sich erst, wenn wir den Strom einschalten. Blitzmerker. Also meinst du, was ich hier mache? Ich suche erstmal einen Weg. Ist das ein Generator? Keine Ahnung. Blut. Nein. Wieso nicht gleich so? Was passiert, wenn ich jetzt das Feuerzeug raushole? Oh, nicht viel. Perfekt. Wir können das Feuerzeug also noch nutzen. So, dann vermute ich mal, dass das hier hinten der Schalter ist. So, müsste jetzt wieder funktionieren. Ich sehe zwar nichts, aber ich hoffe einfach mal. Herzlich willkommen in Vault 01. Fahre runter. Geh dann nach links. Da ist ein schmaler Gang. Ich bleibe hier. Jemand muss den Strom bewachen. Ich frage mich, wo hier noch Strom produziert wird. So, Atomkraftwerke müssten normalerweise den Geist aufgegeben haben. Bring es mit. Dann werde ich dir ewig dankbar sein. Okay, sie will also ein Bild. Ja, das kann sie knicken, Mädel. Ich hab hier Spinnies. Sterbt. Sterbt einfach. Ich mag euch und eure Eltern nicht. Oh, mögt ihr etwa kein Feuer? Aber dass die sofort anfangen zu brennen durch ein bisschen Licht, finde ich ein bisschen gewalttätig. Okay, Licht. Kannst du haben, Mädel. Muss ich da noch ein bisschen pumpen? Okay. Ich will diese Scheiße da wegnehmen. Wir müssen auf jeden Fall so schnell es geht dann immer, oder immer wenn es geht, für Nachschub sorgen. Was Licht angeht, erinnere mich noch an die quälenden Zeiten. Vielleicht hassen sie mich auch, weil ich die ganzen Spinnennetze verbrenne. Das kann natürlich auch sein. Ah, hier ist eine Tür. Aber ich glaube, da komme ich nicht durch, oder? Oder? Was sieht gut aus. Oh, Drecksviecher. Mann. Was ist jetzt schon? Wenn die wieder aus den Ecken gekrochen kommen. Erstmal wieder pumpen. Okay, das Licht hält sehr lange an. Das ist gut. Ihr seid doch scheiße. Ihr seid größer geworden als beim ersten Mal, ne?
aufzuleiden. Ich sehe schon. Ich kann da einfach rüberspringen, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Komm, wir gehen hier einfach mal lang. Wir brauchen hier Mamas Bild. Wer weiß, wo wir das Ding finden. Höchstwahrscheinlich in solchen komischen Ecken. Das sieht nicht nach Mama aus. Ist ja nix. Komisches Glas, dass ich reingefallen bin. Nice. Hast du Mamas Bild? Scheint nicht so. Na gut. Ich dachte, die haben Lichtprobleme. Wieso läuft einfach vorbei? Mister, ich habe keine Lichtprobleme. Kommt doch gleich was raus. Ist doch kommen. Gerade wenn ich hier die Tür aufmache. Was? Okay. Dann muss ich hier wahrscheinlich runter. Ekliges Gesocks, ey. Zieh doch die Scheißmaske an. Hey, gut. Soll nicht gleich sein. Leide. Leide. Double Fire Penetration nenne ich das. Hau ab. Mann, könnt ihr nicht einfach sterben? Ich will das nicht. Kleine. Ja, leide. Leide, du Kackviech. Willst du auch leiden, ja? Ich töte dich jetzt. Nö. Ich jetzt mal gar nicht ein. Hier. Was auch immer das. Achso. Ich kann ihn ja stechen. Ja gut, kann ich ihn auch gleich schlagen. Macht, glaube ich, keinen Unterschied. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Lustig. Achtung, Fehler im Lüftungssystem. Persönliche Ausrüstung bereithalten und auf Station bleiben. Weitere Anweisungen abwarten. So. Hast du das gehört, Artyom? Ja, das ist ein Witzbeutetyp, ne? Wo könnte denn mal was Bild sein? Oh. Neue Notiz. Notizen, Sammelobjekte, Tagebuch, Memo. 12. Januar 2018. Hey, das war letztes Jahr. Nur keine Panik verbreiten. Oberst Markovs Abschiedsbrief muss unter Verschluss bleiben. Ich stufe ihn als streng geheim ein. Niemand außer uns dreien darf von seinen letzten Befehlen wissen. Diese sind ohnehin null und nichtig, da Oberst Marko sich selbst getötet hat, um sich der Verantwortung zur Ausführung dieser Befehle zu entziehen. Anweisung 01 muss streng befolgt werden. Die Funkstille muss eingehalten werden. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Und wir sind Soldaten. Selbst wenn wir diese verräterischen Befehle ausführen wollten, hätten wir nicht genug Männer und Transportmöglichkeiten, um diese Reise über tausende Kilometer zu bewältigen. Oberstleutnant R.V. Novikov. Ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Caspian 1. Das heißt, die in Moskau waren nicht die einzigen, die das so durchgezogen haben. So. Wieder ein bisschen pumpen. Ich muss hier mal Sport machen zwischendurch. Und bei dem hier rumlaufen.
Weiß nicht, ob das eine Quest ist, vielleicht das Ding sogar zu finden. In der Kommandoetage müsste irgendwo ein Archiv mit Satellitenbildern existieren. Ich muss die neuesten Bilder besorgen, die haben. Okay. Das heißt, da wo unsere Quest ist, wird auch wahrscheinlich das Foto sein. Okay. Oder ist es hier? Man weiß es nicht. Aber wenn es irgendwo ist, dann wird es wahrscheinlich in der Dunkelheit liegen. Da, wo keine Sau hingehen will, wegen den Spinnen. Die man so scheiße schwer töten kann. Licht. Ja. Endlich mal eine Situation, wo ich gerne Licht anmache. Kein Scheiß, Jungs. Keine Ahnung, die Anweisung befolgen würde ich glaube behaupten. So eine Rüstung könnte ich doch mitnehmen. Ich meine, die lassen hier das richtig geile Zeug liegen. Wie dumm muss man sein? Ah, befriedigend. Ich habe euch alle getötet. Es ist unmöglich, dass ihr hier noch rumlaufen könnt. Hallo? Ist da jemand? Ich hoffe nicht. Aber hier müsste es hell genug sein. Kommt bestimmt nicht her. Wir haben sie nicht im Mumm. War da gerade eine Spinne? Okay. Ich kriege hier Halluzinationen von dem Scheiß. Preis! Brenne, du Sack! Brenne! Oh nein, die buddeln sich da ein. Das Lüftungssystem arbeitet normal. Alles Personal hat die allgemeinen Anweisungen zu befolgen. Von wegen Lüftungssystem arbeitet normal. Verarschen kann ich mich alleine. Habe ich nicht gerade für 6 Minuten irgendwie Sauerstoff produziert? War da nicht was? Hätte ich schwören können. So, hier muss irgendwo das Foto versteckt sein, ne? 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Wo bist du, Foto? Hier ist ein Knopf. Ich lass mal das Licht an, dann muss ich es nicht immer wieder an- und ausmachen. Tja, Mädel. Tut mir leid. Ja, dein Foto ist einfach nicht hier. Hä? Seltsame Geräusche. Ich muss sagen, wenn man sich schon einmal mit diesem Spinnen beschäftigt hat, sind sie gar nicht mehr so schlimm. Ich fand das beim ersten Metro, das erste Metro, was ich gespielt habe, es war sowas von eine Qual, mit den Spinnen zu hantieren. Aber jetzt geht eigentlich mit weiter. Ich glaube, das erste Mal ist immer das Schlimmste. So, was haben wir denn hier? Eine Karte von, ich vermute mal, der Welt. Wie heißt denn Deutschland? Warte. Kann man das überhaupt noch lesen?
Apachen-Mope. Okay. Ich kann hier von nichts lesen. Bewap. Was heißt Bewap? Pagai. Kann ich davon irgendwas lesen? Offensichtlich nicht. Aber guck mal, das ist Russia. Kasachstan. Kasachstan steht normal da. Was? Warum? Und da, wo das Licht ist, ist ja Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ist das Hamburg? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist Deutschland auch ganz woanders. Mistviecher. Kommt nur her. Ich verbrenne euch sowas von den Arsch weg, dass ihr euch nicht mehr hinsetzen könnt. Als sie sowas überhaupt tut. Oh, Junge! Mach doch die Tür nicht zu, wenn ich scheißen will. Bist du dumm oder so? Scheint nicht der Hellste zu sein. Verdient. Dabei wollte ich nur den Loot haben. Wollte ich ja nicht gar nicht töten, aber du bist einfach jedes Mal wiedergekommen. Oh. Alles wird gut, Leute. Artyom, die Verbindung bricht ab. Du bist zu tief. Ich habe aber eine Idee. Ernsthaft? Habt ihr schon mal gemerkt, dass mein Feuerzeug ein Projektil ist? Gut, Freunde, bevor es weitergeht mit dem Spinnendesaster, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero Shoes.